Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich habe dir ja versprochen, in diesem Video werde ich dir zeigen, in 7 Schritten, wie du noch erfolgreicher deine körperliche Symptomatik beklopfen kannst. Zunächst nochmal zur Zusammenfassung. Ich habe dir gesagt, es gibt 5 wesentliche Fehler, die in der Regel beim Beklopfen körperlicher Symptome gemacht werden. Also zunächst der Fehler, es wird nur an den Symptomen rumgeklopft und es wird nicht an den Gefühlen gearbeitet bzw. geklopft. Zweiter Fehler, viele denken, ich muss nur einmal klopfen, dann ist das Ganze vorbei. Genau das eben nicht. Manchmal braucht es einfach längere Zeit, bis du erfolgreich bist. Dritter Fehler, Glaubenssätze im Hinblick auf deine Symptomatik, auf deine Krankheit, auf das Klopfen zum Beispiel, dass das gar nicht funktionieren kann, werden nicht aufgelöst und wirken damit und verhindern, dass du sozusagen erfolgreich mit dem Klopfen bist. Vierter Fehler, der Krankheitsgewinn, den du hast. Aufgrund deiner Erkrankung hast du irgendeinen Gewinn, aufgrund dessen du diese Krankheit hast. Du brauchst nicht zu arbeiten, wirst betütert, betreut, alle bedauern dich. Also auch das muss entsprechend beklopft werden. Fünfter Fehler, manche Erkrankungen sind so schwer, sage ich jetzt mal, so komplex, dass es wirklich eine therapeutische Begleitung braucht und dann solltest du dir entsprechend auch therapeutische Unterstützung holen. So, und jetzt zeige ich dir, wie du in 7 Schritten wirklich sehr erfolgreich beim Auflösen deiner körperlichen Symptomatik sein kannst. Also zunächst, das allererste, was du tun musst, ist zu schauen, welche Gefühle habe ich zu meiner Symptomatik. Also guck erstmal nicht auf das Symptom, also dass es irgendwo wehtut oder zieht oder was auch immer, sondern fokussiere nur darauf, welches Gefühl hast du dazu. Angenommen, du hast jetzt Kopfschmerzen, dann schau, welche Gefühle du zu den Kopfschmerzen hast. Also zum Beispiel, das allererste, was meistens kommt, ist ein Ärger. Gut, dann klopfst du mein Ärger auf diese Kopfschmerzen, mein Ärger auf diese blöden Kopfschmerzen und klopfst das und löst diesen Ärger auf. Ganz wichtig, denn wenn du diesen Ärger nicht auflöst, du bist ja dann praktisch auf dich selber, auf die Kopfschmerzen ärgerlich, ist das oftmals der Hinderungsgrund, warum sich die Kopfschmerzen auflösen. So, und dann checkst du, sind da noch andere Gefühle, ist da Trauer, Schuldgefühle, was auch immer, Resignation, die klopfst du auch, löst die auch mit dem Klopfen auf und siehe da, du wirst feststellen, die Schmerzen gehen immer weiter weg bis zum völligen Verschwinden. Punkt 2. Es können natürlich jetzt aktuell belastende Lebensereignisse in deinem Leben eine Rolle spielen. Also angenommen, so ein typisches Beispiel, was ich immer wieder in der Praxis habe, da ist jetzt gerade ein Familienmitglied gestorben vor ein paar Wochen, ein paar Monaten und im Zuge dieses Lebensereignisses entwickelt jemand eine bestimmte Symptomatik, Kopfschmerzen, Augenprobleme, was auch immer. Und auch hier reicht es natürlich nicht, einfach nur an der Symptomatik rumzuklopfen, sondern du musst schauen, inwieweit muss ich mich jetzt mehr auf diese Gefühle im Hinblick auf dieses Lebensereignis konzentrieren und da eher klopfen. Und zwar Trauergefühle, Ärgergefühle. Kann ja auch sein, dass du auch beruflich gerade eine bestimmte Stresssituation hast, wo viel Ärger ist in der Firma. Und dann musst du eben darauf fokussieren und nicht zu so sehr auf die körperliche Symptomatik. Also ganz wichtig. Glaubenssätze, ich habe es ja schon gesagt, Glaubenssätze haben natürlich die Tendenz, dass sie das anziehen und das Wirklichkeit werden lassen, was du glaubst. Und wenn du glaubst, dass das Klopfen eben nicht hilft, sondern nur Medikamente oder Tabletten, dann wirst du genau diese Realität eben auch produzieren und haben. Dann werden eben auch nur Tabletten in deinem Falle bei Kopfschmerzen funktionieren. Insofern, wenn du jetzt einen Glaubenssatz hast, zum Beispiel, das kann ja mit dem Klopfen gar nicht weggehen, dann klopfst du zum Beispiel genau diesen Satz. Das kann mit dem Klopfen nicht weggehen, das kann mit dem Klopfen nicht weggehen. Oder du klopfst, ich glaube eh nur, dass Tabletten wirken, ich glaube nur, dass Aspirin wirkt, was auch immer. Du klopfst eben genau diesen Glaubenssatz, der für dich gerade wahr ist und klopfst so lange, bis du das Gefühl hast, dass der Satz nicht mehr wahr ist, dass du den nicht mehr unterschreiben kannst. Dass du sagst, ist so Quatsch, so Blödsinn. Wieso soll denn nur Tabletten wirken? Das, natürlich, das kann ja auch anders gehen. So, und dann hast du den Satz aufgelöst und dann kannst du weitermachen. So, und gerade dann
gehst du, wenn du das aufgelöst hast, gehst du jetzt nämlich auf die Affirmation, auf positive Sätze. Du kannst nämlich jetzt im vierten Schritt auch positive Sätze klopfen. Das wissen viele nicht. Die denken, okay, ich kann jetzt nur negative Sätze auflösen, negative Gefühle auflösen. Nein, du kannst eben jetzt auch mit Affirmationen arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Es kann sein, dass du sagst, ich bin gesund, ich bin kräftig, ich wähle gesund zu sein. Auch das kannst du nehmen als einen Wahlsatz. Oder du nimmst solche Sätze wie, ich wähle zu wissen, dass ich mich selbst jederzeit heilen kann oder gesund machen kann. Achte darauf, dass du diese Affirmation, wie das halt bei Affirmationen auch zu sein hat, dass die positiv sind. Also bitte keine Negation mit reinnehmen, sondern immer positive Sätze. Ich bin gesund, ich wähle gesund zu sein. Also bitte nicht sagen, ich möchte nicht mehr krank sein, ich möchte nicht mehr krank sein. Also bitte nicht. Nur positive Formulierungen. So, dann ein weiterer Schritt, fünfter Schritt, nämlich die Thymusdrüse. Ganz wichtiges Organ, gerade bei Erkrankungen, denn ich führe das natürlich im Online-Kurs, den ich dazu ja gemacht habe, etwas ausführlicher aus, wie wichtig die Thymusdrüse ist. Aber ich möchte jetzt diese Übung schon mal mitgeben, dass du damit schon mal arbeiten kannst. Also du klopfst auf die Thymusdrüse jeden Tag mindestens eine Minute, zwei Minuten im Dreivierteltakt und nimmst den Satz, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Und das klopfst du etwa ein, zwei Minuten ein, ruhig ein bisschen kräftiger. Ich mach's mal vor. Ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. So, das klopfst du etwa ein, zwei Minuten. Und dann wirst du schon merken, wie sich dein Brustbereich dehnt und weitet. Und du unterstützt eben damit die Thymusdrüse. Und die Thymusdrüse ist eben extrem wichtig zur Bekämpfung von Krankheiten. Weil dort werden T-Lymphozyten gebildet und die unterstützen eben die Abwehrkräfte und dass du letztlich gesund wirst. Also von daher jeden Tag, gerade wenn du krank bist oder gerade was im Anmarsch ist, klopf sehr viel die Thymusdrüse. Also bei mir wirkt das wirklich Wunder. So, dann kannst du natürlich, wenn du das gemacht hast, zusätzlich als sechsten Schritt, kannst du natürlich deine Symptome auch beklopfen. Sollst du auch. Also wenn da Symptome sind, angenommen du hast da eine Erkältung, eine starke, dann klopfst du eben meine laufende Nase oder meine Kopfschmerzen, ne? Was auch immer da an Symptomen da ist, das klopfst du entsprechend wieder und wirst dann merken, dass deine Symptomatik auch immer schwächer wird, immer weiter runter geht. So, und damit komme ich eben auch zum siebten Schritt. Das heißt eben auch, dass du einfach auch dranbleiben musst. Es reicht dann eben nicht aus, einmal am Tag nur zu klopfen. Ich habe letztens eine Erkältung gehabt, da habe ich eine Stunde durchgeklopft und dann am Nachmittag nochmal eine Stunde und am nächsten Tag auch, bis es immer weiter runterging und zwei Tage später war das weg. Also konstant dranbleiben. Ich habe wirklich Klienten, die bestimmte Symptome über 3 Monate geklopft haben und nach 3 Monaten war die Symptomatik weg. Das kann jetzt beispielsweise bei einer Patientin mit Neurodermitis gewesen sein oder auch eine Allergie, was auch immer. Wichtig, dranbleiben und wenn Gefühle kommen wie, oh, ich habe schon resigniert, dann klopft diese Resignationsgefühle. So, du siehst ein Riesenpaket, mit dem du jetzt arbeiten kannst. 7 wirklich powervolle Tools, mit denen du jetzt arbeiten kannst. Schreib sie dir vielleicht nochmal auf und geh das entsprechend durch und geh so deine Symptomatik an. Wenn du zwischenzeitlich wieder Fragen dazu hast, kannst du mir die gerne zusenden. Ansonsten habe ich natürlich das intensivere Paket im Online-Kurs nochmal beschrieben. Da zeige ich es natürlich sehr detailliert, wie man da vorgeht. Insofern, wenn du das buchen willst, hast du die Möglichkeit, unten in der Mail dir das nochmal anzugucken. Okay, dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Erfolg beim Klopfen deiner Symptomatik und wir sehen uns dann im nächsten Coaching.